Hallo, hier ist der Michael Klems von infobroker.de und heute machen wir mal ein kleines Behind the Scenes, denn mein neues Vlog-Format ist heute auf LinkedIn online gegangen und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze in doch sehr einfachen 2 Schritten produziert wird, auch nur mit einer Kamera, mehr wird da nicht verwendet und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Ja, angefangen hat alles mit dem Aufnehmen des Talks, des Gesprächs, des Statements. Da habe ich mich einfach vor die Kamera gesetzt und habe dann munter, locker losgeplaudert. Wenn dann Versprecher sind, habe ich einfach nochmal neu angesetzt. Das Ganze kann man dann eventuell mit dem B-Roll-Material so ein bisschen abdecken, entsprechende Sprünge damit auch vermeiden. Ja, also Phase 1, ich setze mich vor die Kamera und erzähle. Dann bin ich hingegangen und habe das Ganze auf das Schnittprogramm gelegt und habe mir das angeguckt. Und in dieser Betrachtungsphase entscheide ich dann, in welchen Momenten entsprechende Passagen drüber gelegt werden, also dieses B-Roll-Material. In dem Fall eben die Sachen rund um das Heft Crest Pro. Ja, und das notiere ich mir soweit und dann geht es daran, dieses B-Roll-Material nochmal abzudrehen. Ja, das wird dann nochmal gedreht, wird dann entsprechend mit Tools abgedreht, wie wir kennengelernt haben, einem Dolly, einem Slider, um dann entsprechend auch ein bisschen Bewegung reinzubringen in die ganze Sache. Ja, und wenn das fertig ist, dann geht es wieder an den Schnitt und dann wird das Ganze zusammengeschnitten und wenn es dann komplett ist, geht es in den Upload auf LinkedIn. Das war's. Also im Grunde genommen sind es 2 Arbeitsschritte. Einmal vor die Kamera setzen, erzählen und der 2. Schritt ist dann das B-Roll-Material, also das Zusatzmaterial dazu setzen, komponieren, dass es passt und dann das Ganze fertigstellen und fertig ist ein kurzes, interessantes Video. Ja, ich mache demnächst mal ein Video dazu, wie ich diesen entsprechenden Rahmen unter Premiere gesetzt habe. Da gibt es vielleicht noch Tricks. Ich musste noch mal ein bisschen was ändern heute, aber es hat wunderbar geklappt. Ich finde, es sieht auch super aus. Ja, versucht es selber, so eine Vorgehensweise, oder erklärt mir euren Workflow. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns. Ihr könnt nichts falsch machen. Just keep uploading. Tschüss.